Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Game Omno. Omno ist bereits am 29.07. erschienen, kostet im Xbox Shop 17,99 € und ist mit dem Game Pass kostenlos spielbar. Es soll so ein Action-Adventure sein, eine mysteriöse, geheimnisvolle Reise. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst, hilft immer sehr. Und auch ein Abo, wenn ihr mich noch nicht kennt, denn ich stelle euch immer die neuesten Games vor. Ihr findet ganz, ganz viele Spiele auf meinem Kanal, die so noch gar nicht in den Shops existieren, also die noch gar keinen Release haben. Dieses hier ist eines der Spiele, die in der Zeit einen Release hatten, als ich sehr, sehr viele Demo-Versionen Videos gemacht habe, die noch keinen Release hatten, also die Summer Game Fest Serie zum Beispiel. Und von daher muss ich so ein bisschen was nachholen von den Spielen, die bereits erschienen sind. Und heute kümmern wir uns halt um Omno. Und ich würde sagen, wir starten das ganze Ding einfach mal, gucken uns an, was haben wir für Optionen, Spiel. Nichts Besonderes, ihr könnt die Sprache einstellen, wir haben verschiedene Sprachmöglichkeiten hier, wie ihr seht, ganz interessant, ganz gut, dass es da verschiedene Wahlmöglichkeiten gibt, wir bleiben natürlich bei Deutsch. Anzeigemodus, wo auch nichts Besonderes, Helligkeit, ist, denke ich mal, soweit alles okay. Wir können wahrscheinlich später mal in Kapitel reinspringen, aber da wir es ja noch nicht angespielt haben und es jetzt zum ersten Mal spielen, machen wir ein neues Spiel. So, ich bin gespannt, was uns erwartet. Ein geheimnisvolles, altes Reich, darum geht's wohl, dass es zu entdecken gilt. Ich bin mal gespannt. Okay, und da sind wir schon. Das ist unser Charakter. Wir können mit dem R-Button die Kamera drehen, mit dem L-Button bewegen wir uns. Ja, einen komischen Riss. Mit A springen wir. Das passiert, wenn ich auf B drücke. Mit Y mache ich das hier. Ah, okay. Und auf X passiert momentan gar nichts. Das ist soweit die Tastenbelegung, ansonsten Steuerkreuz passiert nichts, die oberen L und LB und RB und LT und RT Buttons passiert auch nichts. Und da wir hier nicht viel haben auf dieser kleinen Insel, würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier in den Riss. Oh, okay. Vielleicht muss ich an diesem Riss jetzt dieses... das hier machen? Nein. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir ins Wasser können. Probieren wir aus. Ja, können wir auf jeden Fall. Wir stachsen dann so langsam durch. Ist mir aber ein bisschen zu langsam. Okay. Wir gehen dann einfach mal dort hinten hin. Da sind irgendwelche Viecher. Schauen mal, was wir hier dann tun können. Halte springen, um höher zu springen. Ah, okay, sehr gut. Frösche sind das. Speicherpunkt. Neuer Eintrag. Fraglets. Okay, schüchterne Kreaturen, die Sümpfe und trübes Wasser lieben. Ja, gut. Da oben ist noch was. Da gehen wir auch mal hin. Ah, und dann müssen wir... Jump-Button gedrückt halten. Oh, er zieht sich automatisch an der Kante hoch. Das ist auch gut. Falls ihr mal nicht so richtig trefft, wird einem da dann immer noch geholfen. So, neuer Speicherpunkt. Und ein Video. Oh. Scheint eine größere Kreatur zu sein. Ah, eine Schildkröte. Nett. Aber hier können wir jetzt drüber hüpfen.
Und dann reiten wir anscheinend ein wenig auf der Schildkröte. Okay, jetzt geht das Abenteuer quasi erst richtig los. Können auch nichts machen, ein bisschen Kamera drehen, hin und her. Naja. So, werden wir jetzt hier abgesetzt? Ja, das sieht so aus, da scheint ein Speicherpunkt zu sein. Dann werden wir hier wohl weiterspielen können. Ah, jawohl. Na gut, dass du dich hochgezogen hast. Wunderbar. Und da kommt auch schon der erste Erfolg. Das erste legendäre Tier geritten. Also gibt es da wohl mehrere. So. Schön, dass einem immer gut angezeigt wird, was wir machen müssen. Das nicht. Wenn wir jetzt auf B drücken, können wir auch hier dieses legendäre Tier nochmal uns anschauen. Alles, was wir finden, wird hier quasi dann angezeigt. Okay. Neuer Eintrag. Vaculums. Ach, das sind diese Kreaturen hier. Nennen sich Vaculums. Seltsame, zeitlose Wesen. Einige sagen, sie sind mehr pflanzlich als tierisch. Okay. Gut. Da hinten leuchtet was. Da liegt auch was rum, was wir aufsammeln können. Okay. Sehr schön. Da komme ich hier so aber nicht hoch. Gucken wir mal, ob wir drumherum... Ah, da ist ein Ast. Da kommen wir wahrscheinlich wieder. Ja, eines dieser Frösche. Dann haben wir hier wieder ein neues Tier, das wir entdecken können oder entdeckt haben. Jawohl. Lumbis. Die leuchten nur in Gesellschaft als Zeichen für Kameradschaft und Einheit. Okay, tun mir aber auch nichts. Sind auch friedfertige Wesen anscheinend. Und wir sammeln jetzt mal das hier. Da hinten hin. Ah, okay. Anscheinend müssen wir mehr davon aufsammeln. Da liegt auch noch so ein Ding rum. Ah, jetzt. Oh. Oh, okay. Und hier kann ich dann doch nicht rein ins Wasser. Weiß ich Bescheid. Am Anfang konnten wir ins Wasser. Hier können wir jetzt anscheinend nicht mehr rein. Wieder ein neues Tier. Das war ein Lapikraps. Okay. Wie aus dem Stein. Anscheinend können wir von diesen Viechern hier diese leuchtenden Pünktchen noch einsammeln. Und was sind das hier für Viecher? Ah. Wir können von denen also wirklich auch immer irgendeine Art Kraft einsammeln. Das sind jetzt diese Tordels gewesen, friedliche Wesen, die Abgeschirmtheit bevorzugen. Okay, wunderbar. Ihr seht hier, wir müssen drei dieser Punkte einsammeln. Was haben wir hier? Ich scheine ein Land zu sein auf meinem Weg, hinterlasse dir noch diese Botschaften für einen, der noch folgen mag, für mich, für meine Erinnerungen, damit du bloß diese endlose Regen aufhören. Okay, eine Nachricht von einem Fremden, der auch alleine unterwegs war, so wie wir. So, hier müssen wir jetzt mal rüberspringen, haben wir geschafft. Sammeln das dritte Teil. Da wir hier nicht weiterkommen, müssen wir wahrscheinlich hier entlang. Hopp. Also, Steuerung ist okay. Ist jetzt nichts Wildes. Gehen jetzt mal hier oben hoch. Mit dem etwas länger gedrückt halten, kommt man nach einer Zeit ganz gut klar. Okay, eine Art Rätsel.
Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, irgendwas zu schieben, schieben zu können. Ich versuch's mal. Ach, da, ah, okay. Ich sehe, zeigt mir anscheinend einen Weg an. Sobald ich das aktiviere mit Y, sehe ich, wo ich lang muss. Und da hinten leuchtet auch was, wie ihr seht. Da hinten leuchtet auch noch was. Da muss ich wohl auch hin. Da ist auch nochmal so eine Nachricht. Aber ich glaube, hier bin ich erstmal richtig, um irgendwas zu tun. Zum Beten in dem Fall, anscheinend. Ja. Haben wir getan. Und jetzt sehen wir hier auf dieses, das ist wie so eine kleine Karte, wo wir alles finden können. Da hinten sehen wir was, das ist dieser Turm da auf der anderen Seite hier. Da ist auch noch was, das ist diese Nachricht wahrscheinlich. Das ist cool gemacht, auf jeden Fall mit dem Stab. So, diese Nachricht hier nochmal lesen. Ohne Erinnerungen daran, wo meine Pilgerreise begann, fühle ich mich dem Licht der neuen Welt näher. Bald werde ich auch durch das Tor treten. Okay. Da drüben ist auch noch irgendwas, was leuchtet und glänzt und so. Ich weiß nicht, ob ich darüber komme, wenn ich auf die Schildkröten springe. Wir springen jetzt erstmal hier rüber und versuchen, hoppala, da hochzukommen. Allerdings, ey, jetzt bin ich runtergefallen. Allerdings weiß ich nicht so genau, wie ich da hochkommen soll. So, denn... Puh, gute Frage. Da komme ich gar nicht so einfach ran. Was hier? Oh, okay. Ich kann also auch Steine zerstören. Ich kann hier wahrscheinlich... ja. Keine Ahnung, sammle mehr Energie. Ach so. Ja, das sollte ja machbar sein. Ich sammle Energie ohne Ende. Können die Frösche mir auch Energie geben? Ja. Okay. Oh, jetzt bin ich aber hier. Hoho, schaut mal, ich bin schnell. Jetzt kann ich auch das Ding anmachen. Yes. Nice. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben alle drei Punkte. Das heißt, dieses Rätsel dort können wir lösen. Aber wir haben hier ja noch mehr. Ja, jetzt können wir uns hier wieder Energie schnappen, um unsere Energie aufzufüllen. Alle Tiere haben das. Jetzt ist die Frage, kann ich auf die... Oh ja, die gehen unter. Okay, dann muss ich halt schnell weiterspringen. Na gut. Muss ich schnell sein? So, geht aber doch. Mein Gott. Ah ja. Auch und haben wieder einen Erfolg bekommen. Pitmeister. Oh, ah, fast. Das ist echt gut, dass der sich an diesen Dingen hochzieht. So oft wie ich jetzt schon hier sonst runtergefallen wäre. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, lösen wir noch hier dieses erste Rätsel. Das ist wahrscheinlich alles noch relativ simpel. Ich kann das Ding jetzt ganz schieben. Ah, okay. Ich kann drauf feuern. An verschiedenen Seiten. Wir feuern es mal nach da. Und ich erstmal da hochkomme. Okay, dann muss ich wahrscheinlich von hier aus hinspringen. Und dann dahin. Und dann haben wir das. Okay, jetzt bin ich, habe ich wieder so eine super, super Power hier. Was kann ich jetzt damit tun?
Frage, ich weiß es nicht. Hier wird vielleicht was. Ah ja, sehr gut. Achso, dann muss ich jetzt den Würfel wieder darüber bringen. Jetzt geht es auch wieder. Ich brauchte halt diese Kraft hier, um die Brücke zu aktivieren. Jetzt sollte das eigentlich... Wir können hier noch einen kleinen Stups geben hier. Ah, wunderbar. Und dann können wir da jetzt ganz entspannt... und vielleicht auch nicht ganz so entspannt, aber wir könnten darüber... Vielleicht sollte man doch springen, hier und da. So. Und haben wir es geschafft. 100% abgeschlossen. Ja, nice. Also ich mag solche Spiele. Die Grafik ist okay für so ein Game. Ich mag so ruhige Spiele, wo man ein paar Sachen einsammeln muss, ein paar Rätsel lösen muss. Gibt auch nochmal hier so einen kleinen Rundflug um das Level, was wir jetzt abgeschlossen haben. Und gehen dann quasi zum nächsten. Finde ich cool, mag ich. Omno, 17,99 €. Ob euch das Spiel dieses Geld wert ist, müsst ihr selber entscheiden. Ist bereits in den Shops am 29.07. erschienen. Und wenn ihr den Game Pass, den Xbox Game Pass besitzt, könnt ihr das auch kostenlos spielen. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Oh, das ist so ein interessantes Tier gewesen. Werden wir auch noch entdecken. Ich würde euch jetzt mit den ersten Eindrücken dieses Videos alleine lassen. Wie gesagt, es ist ein angespielt Video, kein Let's Play oder sonstiges. Deswegen spielen wir wirklich die Videos nur an, gucken uns an, sammeln erste Eindrücke. Und das soll es von Omno gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf YouTube mir ein Like da lasst. Hilft mir immer sehr. Wenn ihr mich noch nicht kennt, auch gerne ein Abo. Ich teste immer die allerneuesten Spiele für euch, damit ihr euch einen ersten Eindruck machen könnt, ob es sich lohnt oder nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.